Ich habe den Eurodrucks-Code noch nicht eingelöst. Wir können ihn auch wieder verkaufen und wir schicken dir das Geld zurück. Verkaufen. Bestimmt, das geht doch irgendwie. Naja. So auf eBay stellen oder so irgendwas. Keine Ahnung, was weiß ich? Ich möchte irgendwie helfen. Lass mich. Am Morgen ist erst der Stern des Winterfans. Sterns. Ja. Widerstands. Ihr wisst, was ich sagen will. Ja. Haben wir jetzt eigentlich Tomaten angebaut in dem Gewächshaus? Du fragst Sachen, guck nach. Morgen ist das Fest des Wintersterns. Hast du ein Geschenk für deinen geheimen Freund? Oh, Scheiße! Wisst ihr noch, was euer geheimer Freund von? Ich wusste gar nicht, dass man die Bäume hier auf den normalen Plätzen bauen kann. Ja, kann man auf Wie den ist normalen das denn? bauen. Ja, die sind auch. Kein Mensch kümmert sich hier um das Gewächshaus, oder? Die Nein. tragen alle Ich ab jeweils und zu, drei. aber Felix wollte es eigentlich irgendwann mal machen und dann hat er Die gedacht, nö. tragen alle drei Früchte. Und dann wächst nichts mehr. Und wir haben Habt ihr auch ab und keine zu mal Kiste im gemacht? Gewächshaus. Was ist denn los mit euch? Ja, was ist los mit mir? Tut mir leid, ich bin total überfordert mit dem Spiel. Das geht mir alles viel zu schnell hier. Ja, aber dann sag doch was, dann helfen wir dir. Als ob, wo ich was gesagt habe, hat mir auch keiner geholfen. Wenn ich will, in dieselbe Was wollte Kiste ich wie du. jetzt? Mit Kürbis und wollte ich doch irgendwas machen. Jetzt heute natürlich nicht, weil wir ja alle in die Mine müssen, aber. Ich muss noch das Ich könnte Geschenk für morgen den noch eine geheimen Mine Freund gehen. raussuchen. Ich Ich glaube, lebe, du ich bist muss immer noch total. das Geschenk raussuchen. Erstmal nachgucken. Wobei kann Ich ich muss mich drin. sowieso die Ja, ich. nächsten 6 Wochen ja selbst versorgen, weil ich ja dann vegan esse. Wo haben wir Warum denn die das? Früchte hingelegt? Warum machst du sowas? Fastenzeit jedes Jahr. Warum? Weil es Blaubeerdelee gut kann man nicht ist. mehr essen. Unser Syrer zum Beispiel, der macht zur Fastenzeit, tut er auf alles verzichten, außer Wodka, das trinkt er. Weil Das ist aber Gott auch nicht sehr, sieht, sehr dass schräg. Wodka Alkohol kein. ist anscheinend, keine Ahnung. Bier Kann trinkt ich er nicht, verstehen. anderes trinkt er auch nicht, aber Wodka trinkt er. Das gibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Jupp. Richtig. Du hast es erfasst! Bin ich auch der Meinung, es ergibt keinen Sinn. Kann mir Was jemand wollte ich sagen, jetzt? was ich mit den Ja. Kürbissen vorhatte? Keine Ahnung. Jetzt blubbert es eine Weile. Da habe ich eigentlich Kürbissuppe kochen. Weil das Kürbissuppe war es tatsächlich, genau. Weil die Verteidigung bringt. Ich brauche Milch. Und dann müssen wir jetzt hier bald mal los und so. 100 Boah, Steine wie holen, ekelhaft sorry. ist das denn? Ey, das tut mir voll leid, Chris. Das ist irgendwie immer so, wenn man eh kein Geld hat und sowas, dann kommt noch so ein Scheiß dazu. Ah, einen Diamanten brauche ich bloß, okay. Ja, ich koche jetzt noch für uns alle Kürbissuppe und dann marschieren wir los, oder? Ist schon wieder eine Stunde viel zu spät. Nee, 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 um 10 fährt erst ja der Dings. Spät genug, wenn du das jetzt erst machst. Ich bin unterwegs. Ich hab sie Tschüss. schon gemacht. Tschüss, Felix. Naja, ich muss noch Felix. Energietoniken holen. Die Das nehmen lagen wir doch gleich dort mit. in der Dingenstruhe. Ja, bloß keiner von euch hat eine mitgenommen. Ich hab Nö, Kürbissuppe ich habe dabei. Eis. Du. Bomben haben wir fast so keine mehr. Ich habe drei Steine habt ihr ja Megabomben oder immerhin, Chris. sowas. Ich habe drei Megabomben dabei. Das heißt, Steine habt du hast ihr. ja noch ein bisschen was auf der hohen Kante, das ist wichtig. Ich habe 450 Steine mitgenommen. Oh Scheiße, die Steine habe ich vergessen. Hätte. Hast du Steine dabei, Ich jetzt Felix? nämlich auch. Ne, ich jetzt hab's aber vergessen. Oh, das macht ja dann überhaupt keinen Ich habe Sinn. extra meine Steine halbiert. Top. Oh. Soll ich wieder Naja, läuft. zurückgehen? Ich gehe wieder zurück, ich hole Steine. Oder ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Was soll ich jetzt machen? Ja, läuft zurück. Wir haben Du hast das dein Geld Gehirn schon. einschalten. Ich schlage erstmal. Oh, fuck, Chris. Soll man dir was leihen? Ich krieg in Dings Doch. in. Also, gerade ist schlecht, aber in 2 Tagen kriege ich mein Gehalt und dann bin ich tatsächlich für 2 Wochen echt, echt gut versorgt. Also, ich kann dir ruhig was leihen. Also, ich glaube, dass du es mir Aber. zurückgeben wirst. Felix, ich bin schon unter dir, ich bin schon Ebene 5. Echt jetzt? Ich habe gesagt Loch und bin reingesprungen. Achso, hab ich nicht gehört. Springt doch in jedes Loch, was sich mir bietet. Ich weiß jetzt Hast nicht, du ob ich jetzt das, gesagt? was ich dazu. Ich will da nicht drüber nachdenken, wenn.
Ich bin ja, ich spring da rein. Was interpretiert ihr denn da? Also 1 Euro pro Tag ist echt übel. Also Überziehungszinsen? Nee, Geld. Achso. Bis das Gehalt da ist und so. Also komm, Fuffi oder sowas kann ich dir ruhig leihen. Das ist ja kein Stress. Dann kannst du zumindest was Normales essen denn die Wochen über. Also. Ja, Xan, wenn du zu viel Geld auf dem Giro hast und sowas, du kannst mir auch gerne heute Essen bestellen. Ja, wenn jemand zu viel Geld hat, ich nehme auch mal welches ab. So ist nicht. Ja, das ist alles kein Ding. Hier die Link ist unter dem Stream. Ja, aber Chris, meld dich, ne? Also, wie gesagt, Geh weg, ihr blöden Riesen lila Schleime. Auch nicht zu viel verleihen, so viel habe ich nicht, aber dass du was zu essen kriegst und so. Ah, perfekt. Wo ist denn Felix? Genau, ne? Ja, ich bin Level 3. Achso, ich bin Level 7. Find ich witzig. Ja, dann bau doch halt mal Dings. Er hat ja keine Steine. Achso. Den bin ich ja wieder zurückgelaufen. Dass mir das nicht passiert. Ben, wär's nett, wenn du Bescheid sagst, wenn du eine Treppe findest. Doch, du hast das noch gesehen. Nee. Man schreit trotzdem immer, man geht auf Nummer sicher. Ich halte sie ab vor dir. Du stirbst dabei bei der Aktion. Ach Gott, bitte machen die nicht Schaden. Nö. Ah, da geht's weiter. Perfekt. Schau mal. Hier geht's direkt auch weiter. Um Gottes Willen, Chris, nein, deswegen musst du dich nicht mies fühlen. Was? Alles deswegen? Gut. Er fühlt sich mies, dass er mir nichts bestellen kann. Also, ich fühle mich mies, dass du dir nichts leihen lässt. Machen wir es lieber so rum. Oh, guck mal. Irgendjemand von uns hat heute mächtig Glück, glaube ich. Stufe 5. Ich mach das schon. Bomben. Oh, war so schon viele Bomben. Aua. Doch jetzt hier kritische Treffer machen. Rot und so. Was? Du hast jetzt kritische Treffer und töten sofort oder was? Ja, hast du es nicht gehört vorhin? Nö, hab nicht zugehört. Mein Level ab. Dass du Level 10 geworden bist, ja, aber was du da kriegst, ja, habe ich nicht gehört. Welches Level seid ihr? Kritische Treffer, wir sind 11. Dann hast du denn auch. Mir nicht vorbei. Ach so, okay. Hast du denn auch den. Rechts unten ist ein Dings. Hast du denn auch den kritischen Trefferbonus vorher genommen auf Level 5? Das wäre schlau gewesen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den kritischen Trefferbonus brauche dafür. Oh, hier kommt irgendwo ein Viech. Wow. Die ja zocken ja was ab, ey. Alter Falter, ich bin fast tot, ich muss hier weg, ich nehme eine Kürbissuppe. Ich sammle mal da drüben ein. Das sind echt die Viecher. Welche? Die Dings, die grünen Flieger? Die, genau, die da. Sollen wir hier eine Bombe hinlegen? Ich leg mal eine Bombe. Oder bist du jetzt hier beschäftigt? Bombe! Ist denn da ganz harmlos? Hier geht's runter. Cool, danke. Hey, Felix ist auch da. Nice. Bäh. Ich hab Achtung gesagt. Also Achtung war irgendwie sehr leise. Nein, nicht Felix! Das wären doch so viele von den Kleinen. Mach den nicht kaputt. Ist doch viel einfacher, den Großen auszuweichen. Alles, Moment, ich bin gleich da, hoffentlich. Ich bin 8 Ebenen. Oh, na, jetzt bin ich da. Oh, wow. Kannst du mal bitte dein Schwert auswählen? Danke. 5 Ebenen. 8 Ebenen müsst zu mir kommen. Boah. Scheiße, 7 Ebenen. Dann brauchst du ja nur eine, um zu mir zu kommen. Boah. Ich hab eine Trampe gefunden. Ich komm gleich noch nach. Ich muss hier kurz was kaputt hauen. Wenn man. Ja, sie hat die. Achso, sie hat die 50% genommen, sonst kannst du das nicht nehmen, okay. Ja, Lumi, hast du gerade. Hat Sandis auch geschrieben? Du musst auf Level 5 die Crit-Chance nehmen, sonst kannst du das nicht skillen. Oh, auf Level 10. Jetzt auch wieder ein Level runter. Liegen hier alle frei, ja, gerade. Crit-Chance. Ich hab. Ja, gut, ich hab jetzt durch die Kürbis super extrem viel Glück, ne? Oh, du hast nichts davon abgegeben. Renn schon mal vor, wir kommen danach, wenn du tot bist. Level 25, aber so weitermachen schaffen wir es wieder nicht. 26. Komm nicht so weit. Ich bin jetzt mal extrem fuck. Unoptimistisch. Ich geh jetzt bald mal nach eigentlich.
Ich suche die eine Treppe hier bei mir. Oh, ich habe ein Loch gefunden. Na, guck ich doch mal, ob ich da reinkomme. Oh, dann sag, ich bin hinuntergefallen. In welchem bist du? 29. Oh, hier ist jede Menge Iridium. Oh, nice. Dann baue ich Treppen. Tonnenweise Iridium! Und eine Treppe. Okay, ich baue zwei und komme einfach zu dir. Oh ne, ich brauche gar keine zwei. Hier ist nämlich eine. Perfekt, hi! Iridium nimmst du nicht mit? Oh, ich habe eine prismatische Scherbe gefunden. Ernsthaft? Jupp. Oh nein, ich wollte doch für meinen Hochzeitsring. Hier geht's runter. Jupp, ich habe eine prismatische Scherbe gefunden. Nicht schlecht, Benny. Geh weg! Ohne 40 Treppen schafft man es nicht, ne? Dann. Aua, aua! Aua, aua! Haufen Geoden, ey. What the hell? Nimm das Eis. Ich hab noch Eis. Für jeden von euch ein Energietonikum. Ich muss halt erstmal zu euch kommen. Ich bin absolut bedient. Ich bin jetzt wieder voll. Höhe 21. Ich spring jetzt hier in so ein tolles Loch. Wir sind 31. Okay, 32. Wo bist du jetzt, Felix? Gleichebene 26. Oh wow. Hineinspringen. Nach 26 müsstest du eigentlich Treppen finden. 32? Ich bin bei Benny. Bei uns. Ich bin bei uns, perfekt. Ja. Du brauchst Energietoniken? Nein, nee. Ich hab Kürbissuppe. Wie noch? Kürbissuppe ist geiler als Energietonikum. Hier ist eine Treppe. Ah, ich hab einen Text geschrieben. What the hell? Wie der Film hier. Also fühlt, was Benny, was machst du da? Ich hau die. Wir geben nicht mal Iridium. Treppe. Treppe. Komm schon. Doppeltreppe und grüne Viecher. Wow. Ich hab euch gewarnt. Komm her, du Mistvieh. Geh runter. Scheiß auf die. Ich werde erstmal was essen hier in der sicheren Zone. Waren drei Viecher, was ist denn daran sicher? Hä? Ja, zwei. Ja, das ist irgendwie fies danach. Hier jetzt. Ja, da kannst du, ja. Kriegst du bis jedenfalls herzlich willkommen, egal ob mit Pizza oder ohne Pizza. Willst du nicht, was wir gesagt haben? Dodge Master 3000 ist am Start. Also, Chris, du bist auch bei mir sehr gerne willkommen, ohne irgendwelche Donations oder irgendwas. Boah, einen würzigen Aal habe ich bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier schon seit ich angefangen habe zu streamen zuschauen und noch nie auch nur einen Euro donated haben. Ihr Schwanerei, erstmal bannen. Erstmal bannen. Erstmal rausschmeißen, die Schleimer. Die Schleimer, die hier kostenlos guten, hochqualitativen Content abschauen. Ja. Hier ist eine Treppe rechts oben. Ich finde, du sollst ein Patreon einrichten und nur wer dort bezahlt, der kriegt deinen Stream zu sehen. Das klingt für mich fair, für meine Ohren. So was rechts oben oder wo ist die Treppe? Oben und dann den Gleisen nach und rechts die abbiegen. Treppe. Den Gleisen nach oben oder nach unten? Den Gleisen nach oben, nach. Ah, okay. War eine wichtige Info. Und die nächste Treppe müsste dann auch schon in Sicht sein. Pass auf! Ah. So wird es nie was, ey. So ganz bestimmt nie. Ich bin hier nur zum Steinefahren tatsächlich. Au, die erwischt mich ja. Okay, das dachte ich nicht. Bringt jede Bombe hier in Treppe nach unten. Treppe nach unten. Super, aber hier sind gerade Haufen Mumien. Tschüss, Felix. Renne nehme ich noch mit. Ja, aber die Kürbissuppe ist halt echt auch nicht teuer. Ich werde jetzt morgen neue Kürbisse pflanzen und dann ist gut. Und ich habe nicht so viel mehr zum Essen dabei. Als Kürbissuppe. Achtung, Megabombe in der Mitte. Alle am Futtern hier. Achtung. Jetzt machst du die aber kaputt. Nein, machst du nicht. Machst du denn hier eine Megabombe in der Mitte? Weil ich es kann. Bomben! Stimmung! Guck mal, da ist noch ein Iridium fallen. 23 Uhr, passt auf. Wir sind nur teuer im Verkauf, hier ist eine Treppe. Ja, wir sind schon mal bis Stufe 50 gekommen, also ich werde jetzt wieder raus. Verschwinden. Mine verlassen. Ich bin immer so früh aufgeteilt.
Mine verlassen. Noch eine verdammte Stunde, was wollt ihr eigentlich? Ich gehe zurück. Ich muss noch mit dem Bus nach Hause fahren. Ja, das dauert eine Weile. Ich kann nichts dafür. Das muss irgendwie jeder von uns, oder? Ey, hier ist eine Truhe! Ja, dann mach die auf. Auf Level 41 ist eine Truhe. Warum hat mir das niemand erzählt? Keine Ahnung. Weil niemand so weit spoilern durfte. Quatsch, wir waren schon weiter. Ja, ihr. Einfach jetzt abgehauen. Aber wir waren nicht genau auf Stufe 41. Und es ist eine Omnigeode drin. Super, 5 Stück. Yeah. Omnigeoden habe ich vielleicht ein paar mehr jetzt. 5 Stück habe ich jetzt. Was, wie viel? 5 Stück. Ich habe 10. Wenn ich hab 11. mit den gefrorenen Geoden und so weiter. Ah, okay, danke, Xan. Ruhen sind auf Random-Ebenen. Bin ich wieder eine Weile beschäftigt. Och, Menno, ich bin enttäuscht. Ich dachte, es läuft jetzt besser, jetzt wo ich das nächste Level erreicht habe. Nein! Hä? Nein! Achso, Katze. Nee, Lumi. Zu mir? Warum redest du mit mir so wie mit deiner Katze? Das verstehe ich halt auch nicht. Das klang wirklich wie mit einem Tier reden. Ja. Ja, weil Lumi gesagt hat, Leute, sie dachte, es würde besser laufen. Da habe ich schon gesagt, nein. Es klang aber wie, die Katze macht neben dir was es nicht soll. Ja, klang wie. Ich fühle mich katzisch diskriminiert. Morgen ist hier, denkt ihr an euren Lieblings, ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was er mag. Sag den Namen an, dann sag ich's dir. Nein, das wäre viel zu einfach. Aber Lumi, wie fühlst du dich katzisch diskriminiert? Du bist doch eine Pussy. Du hast doch eine Muschi. So wollte ich nicht sagen, ja. Was geht denn eigentlich bei dir ab? Biologisch natürlich. Du bist eine Pussy. Also in welchem Deutsch reden wir eigentlich? Minenarbeitsstufe 7 können wir reden. So, zu meiner Jugendsprache zurückzukommen. Jetzt mussten wir erstmal einen lutschen, damit ich wieder glücklich bin. Nö. Wieder mag. Muschi ist Muschi. Mit den Chupa Chups. Außerdem kann man Frauen nicht lutschen in dem Sinne. Im Jugendslam sagt man das so. Bei Lehrerinnen. Hey, ich hab Krabbenkuchen bekommen. Ja, so. Ist ja Wahnsinn, gell? Lumi, wir sind immer so nett. Wir sind einfach die Nettesten der Netten, deswegen spielt Lumi hier mit uns. Die letzte Folge Leben vom Land. Lumi. Was? Wer ist denn jetzt dein Traumpartner, dein Wichtelpartner? Wolltest du nicht verraten? Wollte ich nicht verraten, ihr verratet euren ja auch nicht. Evelyn. Du. Mir egal. So, ich hab meinen verraten. Hä? Ich verrate meinen trotzdem nicht. Ja, toll. Ich hab heute sehr viel Glück. Wann ist denn diese Party? 9 Uhr? Abends? Nee, früh. Achso, ich wollte noch Kürbisse pflanzen, haben wir kein Kürbissaatgut mehr. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe gesagt, wir müssen von allem was aufheben. Ich meine, wir haben von allem was aufgehoben. Vielleicht haben wir noch Kürbisse irgendwo rumliegen. Kürbisse haben wir, glaube ich, Nein, wir haben keine Kürbisse irgendwo rumliegen, weil ich gerade gestern so Kürbissuppe verarbeitet habe, weil ich gedacht habe, wir haben noch Saatgut. Ja, ich weiß ja, wer das Problem ist, ne? Mit Verlass verlässt man sich einmal auf euch. Hier sind also noch Kürbisse. Einmal. Hier sind noch Kürbisse. Ja, dann machen wir mal. Ja, her damit. Ehrlich, oh, meine Katze schläft. Lecker Ketchup. Haben wir noch ein Goldstern-Kürbis. Hallo, lieber Donzi. Hey, du Pussy, nicht so hart zu Lumi sein. Ja, hallo, Chris. Ah, Lumi kann das vertragen. Nein. Lumi, der Lumi kannst du mal am Bobbes lecken, ey. Also. Das wird zu viel an der Jugendsprache gelutscht, hä? Wie die Dame die Schulter bei den anderen so schlimm. Ja, ne? Dann finde ich auch. Ich suche überhaupt nicht die Schulter an den anderen. Klar, mit den Kürbissen gerade. Ja. Das so. Hab ich jetzt auch gesagt. Klar, ist die Schuldkappe. Also, haben wir jetzt heute den Lumi-Tag oder was ist bei euch los? Nö, nur Konter-Lumi. Konter-Lumi. Gegenteil. Du hast angefangen, du bist doch eine Pussy. Ja, was habe ich denn hier für eine. Oh, ich habe was, was. Ich habe eventuell. Müssen wir dem Goblin eine merkwürdige Puppe geben? Nein. Okay, dann habe ich ein Artefakt, das wir noch nicht haben. Kommt jetzt zum Fest. Da steht nur eine Beschreibung: Fragezeichen. Okay, dann. Fest. Mal auf. Also, ich weiß ja, was. Aber was denkt ihr denn rein. Wie sagt man logisch? Was kann man einem Goblin geben? Eine Gold. Waffe.
Ja, dann probiert's mal mit dem, was ihr logisch einem Goblin geben würdet. Na gut. Kommen wir jetzt aber erstmal zum Festgehen, bitte. Ja, Benny. Ich suche noch was zum Ben. Verschenken. Pussy. Nimm Leben, das gefällt jedem. Nee, ich nehme eine Krabbenkuchen. Also, wenn du so weitermachst, dann fange ich an, mir Nudeln zu kochen. Mach doch. Warum? Zwischenzeit. Warum willst du die Nudeln kochen? Nudeln setzt man auf und dann kann man sich 10 Minuten hinsetzen und was anderes machen. Du musst es auf jeden Fall während Stardew Valley machen, weil der Chris, ein man guter hat behandelt keine Zeit damit dazu. Respekt, aber Lumi ist keine Dame für mich, tut mir leid. Hallo? Jetzt wird's aber langsam arg. Also, Tatsächlich keine nicht ein Scheiße. meiner guten Bekannten oder Freundin will ich als Dame bezeichnen. Ich hatte das geheime Geschenk gar nicht Tiefe der mitgenommen. Friendzone und hab einen Schwanz für dich, oder was? Ich habe das geheime Geschenk gar nicht Nein. mitgenommen. So eine Scheiße. Ja, Pech gehabt, Felix. Für mich ist Ja, es was Opa hat dir nichts anderes. gesagt. Für Bist mich du ist es nicht eine so seidig? andere, eine Frau zu sein als eine Dame. Eine Dame ist so ein bisschen fein und so. Und die Leute, die ich gut kenne, haben meistens einen ziemlich derben Humor, was überhaupt nicht zu Damen passt. Und deswegen sind es für mich keine Damen. Ich kann auch sehr damenhaft sein. Aber so Dann kenne ich fühle dich ich halt nicht. vielleicht gerade nicht. Heute zeigen wir uns dankbar für das Glück in diesem Jahr. Vergesst eure Sorgen für einen Tag und entspannt euch. Oha, ja, Chris. Danke. Chris ist mit mir einer Meinung. Ihr geht Willkommen jetzt zum noch die Fest des ganzen. Wintersterns. Ihr geht jetzt noch die ganzen Leute durch, ne? Kann ich nämlich mal kurz meine kleinen Wege erledigen? Willst du die Legende des Wintersterns hören? Wenn du, ich glaube, es geht nicht um Schach. Ja. Und ich glaube, als König betrachtet er mich ja auch nicht. Im Nachthimmel des Winters gibt es einen hellen Stern, der nur von diesem Tal aus sichtbar ist. Keiner weiß warum, aber in alten Zeiten kamen Menschen von nah und fern, um ihn zu sehen. Sie glaubten, dass jeder, der den Winterstern sieht, mit Glück gesegnet würde. Manche behaupten sogar, dass die mysteriöse Frucht, bekannt als Sternenfallfrucht, irgendwie mit dem Winterstern in Zusammenhang steht. Kriegt man die vielleicht, wenn man das passende Geschenk auswählen, ne? Ja, genau. Es hat was mit Respekt zu tun und nicht, dass man sich damenhaft zeigt. Oh, Geschenke! Ich bin immer noch verärgert, dass ich beim Eisfischen nicht gewonnen habe. Jetzt einmal eine ernsthafte Frage. Nur weil jemand ein Ja. anderes Geschlecht hat, muss ich den anders behandeln? Nein. Als einen guten Kumpel zum Beispiel, mit dem ich genauso umspringen würde? Nein. Naja, aber mit Aber Felix gehe ich doch genauso um. ein Lumi ist für mich keine Dame. Das ist schon ein bisschen. Das wäre wie wenn ich sagen würde, du bist für mich kein Kerl. Keine Ahnung. Bin ich ja auch nicht. Ich bin nur männlich für dich wahrscheinlich. Ist ja okay. Du bist für mich ein Kerl. Also Ja. nicht männlich Also oder für was? mich ist das Gegenstück zu einer Dame halt eher ein feiner Herr. Und das bin ich halt nicht. Das gebe ich auch zu offen zu. Darüber muss ich nachdenken. Was für ein schöner Baum. Also für mich ist die Dame halt wirklich die feine Dame. Ja. Guten Tag. Linus sein geheimes Geschenk geben. Jetzt habe ich das Falsche gewählt. Wahrscheinlich. Gib es Linus mal sein Geschenk. Wir warten Gast, Gast war Oh, doch du der hier, bist es ne? also. Oh, Kürbissuppe, danke. Oh, ich habe eine Sequenz. Ach, scheiße, ich hab's abgebrochen, weil ich das Geschenk gegeben habe. Ich habe auch eine Sequenz. Oh, Ja, wir haben es, glaube ich, shit. alle abgebrochen, weil nehmen wir, wo du das Geschenk gibst, kriegst du dein eigenes Geschenk. Sorry, das habe ich irgendwie Ich habe das Gleiche verpeilt. gemacht. Hey, Lumida, ich bin dieses Jahr dein Wichtel. Hier, pack es aus. Hey Ben, ich bin dieses Jahr dein Wichtel. Hier, pack es aus. Ein Wein. Ich habe wieder nicht das Richtige erwischt. Wir müssen noch ein Jahr spielen. Habe Jade bekommen. Ich habe einen Wein gekriegt. Du erhältst Jade. Es Und ist ich habe nichts noch nie Besonderes, aber weitergeklickt, weil ich ich hoffe, es dachte, dass gefällt ihr dir. erstmal noch eine Weile quatscht. Sorry. Ich hab's Ja, wir haben es halt alle verpeilt. verpeilt. Aber wir können immer noch quatschen. Auch nach der Ja, Sequenz. können wir immer Ja, noch. Ein Ben Dann ist ein quatsch noch. Kerl. Ja, Ben ist ein Prinz, der sich seine Pussy im Gesicht rasiert hat. Yo. Ich habe mich aber gar nicht rasiert heute. Ein Ich hab echt abgebrochen, ich Festessen dachte, das für wäre morgen zu irgendeinen dummen Ende. Stern? Blödsinn. Ach scheiße, Mann, ich hätte mir mehr Mühe geben sollen. Man kriegt ja dann Oh, tatsächlich die gleiche hallo. Sternfrucht. Wo rennst du jetzt rum, Lumi? Howdy, Lumi da, du bist an unserem Familientisch willkommen, falls du Gesellschaft brauchst.
Hey, wo ist sie denn hingerannt? Hallo Lumi da. Gehen die Leute noch durch? Ja, wo denn? Ich sehe dich überhaupt. Ach, da drüben bist du. Das geht doch nicht so ein ordentliches, heißes Fest mal an einem kalten Wintertag, oder? Meine Verkaufszeit in den letzten Zeit phänomenal. Alles dank dem Fest des Wintersterns. Oh, Feiertage sind gut fürs Geschäft. Ich frage mich, ob ich ein paar neue finden könnte. Hast du irgendein System oder läufst du einfach nur noch weg von mir? Ich bin überfordert mit 5 Gedanken gleichzeitig denken. Wie wär's, wenn du nur einen Gedanken gleichzeitig denkst? Es ist schlimm, dass mein Chat gerade über deine Frisur diskutiert. Okay, das irritiert mich, aber egal. Ja, mich irritiert es auch. Zeit mit der Familie zu verbringen kann auch anstrengend sein. Also nicht über die Frisur, die man sehen kann, ne? Dieses Jahr bekomme ich vermutlich wieder einen Werkzeugkasten. Hä? Oh, über welche Frisur soll man denn sonst diskutieren? Was könnte man denn noch an Haaren frisieren, dass es eventuell hinterher gut oder schlecht aussieht? Habe ich keine Haare, die man frisieren könnte. Oh ja, reden wir mal über intime Details aus deinem Leben. Nicht immer nur aus meinem. Bitte was? Jetzt kannst du keinen Landing Strike machen? Keine Ahnung, was das sein soll. Ich kenne ein paar Leute, die an Geister und Magie glauben. Aber ich, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich habe noch nie etwas gesehen, was nicht durch Wissenschaften erklärt werden konnte. All diese glücklichen Familien, aber für mich ist es nur ein weiteres einsames Jahr. Es ist wirklich keine gute Jahreszeit für eine Diät. Ah, oh, hallo Ben, es ist schon ziemlich kühl, was? Ach nee, den hatte ich ja schon. Ich warte auf euch. Ich bin dankbar für meine Gitarre und mein Skateboard. Oh, und meine Familie oder so. Ach du meine Güte, ist dir nicht kalt? Wir haben Minus gerade. Guten Abend, Ben. Frohes Festmahl. Können wir die Schinki jetzt auspacken? Oh, ich gleich bin durch. Ah ne, den hier oben, Linus habe ich vergessen. Lumina, was würdest du gern dieses Jahr unter dem Seelenbaum finden? Eine neue Gießkanne, ein Krug voll würzigem Met oder ein paar stylische Stiefel? Ich nehme die Stiefel. Oder eine Seele. Ja, Chris. High five. Ich hoffe, es wartet eine neue Kamera für mich unter dem Seelenbaum. Würde dazu stoßen, aber ich glaube nicht, dass ich willkommen bin. Stoßen, er hat stoßen. Das hat mir gerade was von seinen handgemachten Zuckerstangen erzählt. Oh, handgemachte Zuckerstangen. Vom Zimt-Eier-Flip. Handgemachte Zuckerstangen. Ich habe auch eine gute Zuckerstange. Wollen wir wieder über deinen Intimbereich diskutieren, ja? Und so langsam fügt sich das Bild um Bens Intimbereich, schrieb mein Chat. Vorhin schon. Sehr schön. Aber die wichtigen Fragen bleiben ungeklärt. Die wichtigen Fragen? Länge, Größe, Form? Genau. Pferdeschwanz. Nee, das wäre unangenehm. Ja, ein bisschen. So gebogen wie eine Zuckerstange? Nee. Das wäre schon hart. Das ist ja wie so ein Widerhaken, das kriegst du ja wieder raus, ey. Perfekter G-Punkt, Masseur. Oder es tut einfach weh. Oder es tut einfach weh. Wie hart ist meine Zuckerstange denn? Das mal reinzukriegen, aber vielleicht rollt es sich ja drinnen irgendwie zusammen. Aktuell ist meine Zuckerstange komplett weich. Die muss noch trocknen. Weil ich dachte, du redest nur mit irgendjemandem. Ich finde niemanden mehr. Benni hat seine Zuckerstange in dir versteckt. Oh, Leute. Schön, dass Felix sich darüber so übelst feiert, was er hier für Sprüche bringt. Ich bin die Vorstellung einfach lustig. Hast du mit Mani schon geredet? In der Tat nicht. Ja, habe ich. Ich finde du, deswegen bist du für mich keine typische Dame. Ich bin die Vorstellung Dame, einfach typische lustig. Typische Damen kennst du denn? Keine, deswegen sage ich, alle, die ich besser kenne, sind keine Damen für mich. Du sagst hier mal noch Kürbisse anpflanzen. Oh, nö. Toll, ich guck jetzt keine Freundin von dir zu, Benni. Legst du die jetzt ab? Ja. Wir haben 13 Iridiumbarren.
Wie gesagt, wir mal daran. Luca, wir können ja noch große Sprengler machen und hier nochmal neu umstrukturieren im Frühling. Ja, das wolltest du ja machen, dann mach mal. Da hast du die Puppe und das muss auch noch rein. Jetzt bin ich fit genug. Ich strukturiere morgen das Feld neu. Wir brauchen. Doch, wir gehen jetzt hier immer in die Linie und knüppeln da durch. Ja, wenn ihr das machen wollt, wäre mir das natürlich lieber. Du wolltest das Feld erstmal umstrukturieren, mach das erstmal. Oh, dafür habe ich immer noch Zeit. Ja, ja, ist klar. Jetzt die Frage, Minz-Kirsch-Zuckerstangen oder ein anderes? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was Zuckerstangen üblicherweise für Aromen haben. Ich hätte nicht nur nach Zucker, oder? Nach Zucker. Genau, hätte mir jetzt irgendjemand gesagt, was ist denn das typische Aroma für Zuckerstangen? Hätte ich gesagt, keine Ahnung. Zucker. Zucker. Weil, aber ich weiß, dass das Kirsche was ist, was doch häufiger drin ist. Das habe ich schon mal gehört, aber ich wäre nicht darauf gekommen. Also ich hätte es nicht auf den Kopf gewusst. Nur weil ich es jetzt gelesen habe. Keine Ahnung, wie Zuckerstangen schmecken. Bei uns gab es nie Zuckerstangen und ich kenne das nur als Deko. So, ich geh jetzt pennen. Wir bräuchten hier mal so eine Truhe, das wäre irgendwie cool. Mach doch eine Truhe hin. Holz haben wir ja wohl genug. Jetzt bin ich halt raus. Oh shit, ein Idiot. Ich hätte vielleicht erst die Kartoffeln ernten sollen und dann den Kürbis dorthin machen. Ja. Wer stimmt Lumi zu, dass sie ein Idiot ist? Den Kürbis hätte er anders machen sollen. Kommt nein, er im dritten Jahr oder im vierten? Im Gewächshaus ist das egal. Nee, es geht um den Mann. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich habe nie eine gegessen, aber die von Gast sind ja Minze und Kirsche, wobei der auch welche mit Vanille macht. Aber ich mag sie tatsächlich auch, Chris. Warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres. Also ja, kommt er jetzt. Kommt der Opa, vielleicht kommt er noch diesen Stream. Dann sind wir durch, dann können wir aufhören mit Stardew Valley. Geil. Nein. Fett. Wir müssen immer noch dem Goblin was geben und wir müssen noch in die Schädelhöhle und wir haben noch genug zu tun. Ich muss noch heiraten. Ja, ich kann nicht gesagt, dass du nicht verheiratet bist. Was? Liegt dir nicht an mir, dass du nicht verheiratet bist. Ja, aber wir dürfen jetzt nicht aufhören, jetzt wo ich noch nicht mal verheiratet bin. Also was ist los mit dir? Finde ich schon. Ewiger Single. Wir können dieses Spiel nicht beenden, ohne dass ich heirate. Das wäre ja die Mühe, Solo. Das wäre richtig traurig. Kannst du ja Solo weiterspielen. 1:50 Uhr. Was spielen wir dann wöchentlich? Das ist doch nur Spaß. Ich mache bloß dumme Sprüche.